Moin, moin! Hier ist wieder euer Robin für euch. Letzte Folge sind wir nach Zürich gefahren und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, nach Travemünde zu fahren, aber jetzt habe ich hier gesehen, bei Bern ist noch eine Strecke frei und die werde ich jetzt mal hier runterfahren bis nach Genua, bis zum Container Terminal. Das heißt, wir springen einmal rein. Werden einmal Genua. Dann möchte ich in den Containerport. So, dann holen wir unsere Fracht ab. Ja, der ist auch schon wieder am Meckern hier. So. Dann klemmen wir uns den einmal hinten dran. Dann müssen wir gleich einmal gucken, wie er die Route gelegt hat. Ja, ist ja okay. Ist okay, ist okay. Ja, das ist irgendein Assistent, den ich reingemacht habe. So, jetzt schauen wir mal, wie er uns denn schickt. Genau. Sind 639 Kilometer. Also eigentlich eine entspannte kleine Tour. Da vorne steht den Trailer, den ich hier hingebracht habe. Könnte mal sehen, wie lang die eigentlich sind. Dann fahren wir jetzt erstmal raus aus Zürich. Und sind direkt vor der roten Ampel, aber das ist ja okay. Ja, man braucht hier ein bisschen größeren Wendekreis. So, jetzt stehen wir hier vor der roten Ampel. Ja, ein bisschen trinken zwischendurch muss auch mal sein. Jetzt fahren wir nämlich auch direkt durch Bern durch. Nicht so wie vorhin außen rum. Ziehe ich schon mal links rüber. Basel, Bern, Luzern.
So, ich glaube, ich darf hier so schnell fahren, wie ich will. Wollte schon sagen. Auf einmal hat er mir alles rausgeschmissen. So, dann können wir wieder auf die 90 gehen. So, da unten ist schon Bern. So, der schickt uns nämlich jetzt direkt durch Bern durch. Ich kann aber schon wieder direkt links rüberziehen. Fahre ich jetzt Bern-Ostring oder fahre ich Bern? Würde fast sagen, hier ist richtig. Ja, sehr schön. Hier muss man ein bisschen aufpassen, nicht dass man sich noch verfährt hier. Jetzt hat er uns runtergebremst auf 80, weil wir in der Stadt sind, in der Ort. Aber das ist ja alles ganz okay. So, da unten ist nämlich die Strecke, die ich umgelegt hatte. Steht. Sehr schön. Ja, ich folge gerade OBS, deswegen kann ich auch auf OBS gucken. Ob es grün wird.
So, da links. Ah. Ah, die durchsichtige Dings geht ja nur, wenn. Genau, da unten hatte ich ja umgelegt. Ah, schön hier die Strecke. Nicht immer nur Steinbruch, Steinbruch, Steinbruch. Hier rechts haben wir Euro-Agres. Sehr schön. Jetzt geht's frontal rein in die Berge, so wie es aussieht. Aber es ist nicht der Großglockner. Glöckner. So, jetzt haben wir auch noch weniger als 500 Kilometer. Ich sage ja kleine, aber feine Tour. Aber ich hatte da mal geguckt. Da gab es diese eine Straße. Wo ich jetzt gerade drauf fahre. Aber schön hier, serpentinisch. Sind das schon Serpentinen? Könnt ihr jetzt auch nach oben gucken, mir die Berge angucken. Aber ich glaube, im echten Leben hat man ja auch keine Zeit, sich dann auf die Berge zu konzentrieren. Ah, die Steine rechts sind immer ein bisschen. Die ärgern einen immer. Es kommt mir gerade so vor, als würde ich den Glockner hochfahren, den Großglockner.
Ah, der wird anders aussehen. Und dann wären wir in Österreich und nicht in der Schweiz. Das hier ist doch eine schöne Konvoistrecke. Sind 638 Kilometer. Da könnte man eine Pause machen und dann weiter. Das wird, glaube ich, auch das kürzeste Video von der Aufnahmereihe. Sind nämlich nur 400 Kilometer. Er sagt jetzt zwar 36 Minuten, aber ich glaube das nicht. So, da vorne verlassen wir dann auch die Schweiz und fahren dann nach Italien rein. Ich kann mir vorstellen, dass es der Simplon-Pass war. Aber ich habe keine Ahnung. Habe ich noch nie gehabt. So, jetzt wird sich wahrscheinlich auch gleich das Straßenbild ändern. Ostertal, okay. Sagt mir gar nichts, aber okay. Jetzt geht es nämlich wieder runter. Man merkt aber sofort, dass man in Italien ist. Das Baumbild hat sich komplett verändert.
nur, ich wollte einmal über 100 kommen heute. Ach ja. Ah, schön. Ja. Also das ist wirklich eine tolle Konvoi-Strecke hier. Sollte man sich mal vielleicht vormerken. So, da wir jetzt in Italien sind, müssen wir natürlich auch Maut zahlen. Die erste Mautstation kommt schon. Und die habt ihr ganz kurz gesehen in der Ecke. Müssen wir eben gucken, wo wir rein müssen. Okay, die drei Spuren, alle würden gehen. Okay, alles klar. Alles klar. Schranke auf und weiter geht's. Komme ich doch auf 40 Minuten. Diesem Video. Ich habe gedacht, das wird kürzer, aber okay. So, dann einmal auf die 90. Paar Kilometer rauszuholen. Also ein paar Minütchen. Viel wird das wahrscheinlich nicht sein, aber ist okay. Ich brauche eigentlich nur eine 5000 Kilometer Tour fahren, da gibt es 500.000 für. Dann haben wir es ja eigentlich schon. Speditionsziel. Ja, wir haben ins Bedford zwei Speditionsziele. Einmal auf Kilometer, einmal auf Euros. Und im Prinzip haben wir beides.
schon so gut wie weg. Ich ziehe schon mal rüber. Wir wollen ja nach Torino oder nach Turin. Ah, ich habe mal eben schon auf die Karte geguckt, ob wir richtig sind, aber... Jeppe. Genova. Gehen wir mal wieder auf die 90. Ah, sehr schön. Haben wir es ja gleich schon. Da unten ist schon Genua. So, jetzt fahren wir gleich da einmal im Kreis. Deswegen nehme ich den Tempomaten einmal raus. Ich hoffe, Mai, ihr könnt ein bisschen im Kreis fahren. Ich lasse jetzt einfach mal rollen. Aber gut, dass es hier zwischendurch noch rausgeht. Finde ich gut. Weil ich glaube, so die ganze Zeit, da wird einem richtig schlecht werden. Aber irgendwie muss man ja hier die Autobahn kreuzen. Ah, wir haben nur eine Zollstation, okay, alles klar.
Ich muss mal eben meine Finger strecken, deswegen habe ich mal kurz den Thermomaten Genau, sehr schön. Können wir ja noch einmal ganz kurz auf 90 beschleunigen, wenn wir die überhaupt noch erreichen. Okay, ganz entspannt. Genova Porto. Wollen Sie noch mal unser Geld? So, diesmal ist der Telepass links. So. Irgendwo hier in der Nähe ist noch einer. Ah, da oben. In der Firma drin. So, muss ich doch einmal kurz rausgucken.
Au, au, au. Sah nicht gut aus da im Hintergrund. Wo muss ich denn hin? Also nach Adam Riese ist da die rote Fahne. Ah, okay, alles klar. Gut. Muss ich hier mal einen Muter machen? Hier haben wir genug Platz. Dann haben wir es doch schon. Sehr schön. Ah, ausgezeichnet. Und damit schauen. Ciao mit V, Robin. Tschüss. Sorry, ich bin ein bisschen durch. Ciao mit V, Robin. Tschüss.